Monika und Isi haben uns geschrieben und gesagt, fahrt doch mal nach Lehnitz, dort gibt es einen Gnadenhof und den müsst ihr unbedingt mal besuchen. Hallo. Guten Tag, Norbert, grüße dich erstmal. Wie funktioniert so ein Gnadenhof? Also wenn zum Beispiel ein krankes Tier, die Leute ein krankes Tier haben, dann können sie vorbeikommen, können die Tiere hier abgeben und wir, die bleiben dann so lange bei uns, die kriegen bei uns ihr Gnadenbrot. Bis der Vorhang fällt, bis sie oben anklopft. Genau. So, dann lass uns doch einfach mal jetzt diese Tiere anschauen. Wir machen einen kleinen Rundgang, Gnadenhof Lehnitz. Milo kommt aus Polen. Ja. Er hatte dort einen Autounfall und anstatt ihn zu behandeln, hat man ihm direkt das Bein amputiert, sehr stümperhaft. Also erst sollten wir ihn nur als Pflegestelle aufnehmen, aber da er schon so viel durchgemacht hat und er ist auch ängstlich gegenüber fremden Menschen, haben wir gesagt, er bleibt bei uns. Jetzt hört ihr im Hintergrund schon auch eine Menge Vögel. Die gibt's hier auch. Können wir da direkt in den Verschlag mal reingehen? Ja, können wir mal. Norbert, wie viele Vögel habt ihr hier? Bestimmt so an die 100. Alles klar. Und machen die jetzt auch Kaka-Kaka auf uns? Nein. Was sind das so für Vögel, Norbert? Also zum größten Teil Wellensittiche, dann haben wir auch noch Nymphensittiche. Das sind alles Vögel, die irgendjemand mal zu Hause im Käfig hatte und aus irgendeinem Grund dann einfach nicht mehr haben wollte, konnte. Genau. Zum Großteil, ja. Es gibt ja diesen Film von Alfred Hitchcock, die Vögel. Hallo, Freunde. Norbert, wir sind jetzt hier in der Zentrale vom Gnadenhof und Auffangstation Lehnitz, ja? Hier arbeiten viele Menschen. Was machen die Menschen hier? Wer ist das? Das ist die Chefin. Hallo, Chefin. Chefin macht wie immer Büro. Chefin müssen immer Büro machen, ne? Machen immer ganz viel Papierkram. Genau. Und Olivia, du hast hier angefangen als Schülerpraktikantin, ne? Ja. Ach komm, wir gehen mal kurz hier. Du hast ja nämlich gerade die Möhrenrunde gemacht. Das heißt, du hast die Tiere mit Möhren gefüttert. Wie oft machst du das hier? Naja, immer wenn ich Zeit habe nachmittags. Also ab und zu geht's halt nicht, weil ich ja auch leider zur Schule muss. Und wie alt bist du? Ich bin 14 jetzt. 14 Jahre. Also angefangen hast du als Schulpraktikum und hast du gesagt, das gefällt mir so gut, hier bleibe ich weiter. Wie oft kommst du dann jetzt hierher? Naja, jede Woche mindestens einmal, wenn ich es hinkriege, ja. Was ist mit diesem Tier, wo Hansi heißt es, glaube ich, ne? Davon habe ich gehört. Wo ist Hansi? Hansi ist da hinten draußen. Was ist das für ein Tier? Ein Nutria, wenn ich das. Ihr wisst nicht, was ein Nutria ist. Wir gehen uns jetzt Hansi anschauen. So, jetzt haben wir hier den kleinen Hansi. Das ist ein Nutria, das ist ein Nagetier oder was ist das? Das ist eine Biberratte. Eine Biberratte, genau. Und der scheint aber sehr zutraulich zu sein, denn der kommt ja schon an den Käfig ran. Hallo Hansi, guten Tag. Och, der Hansi ist ja auch ein richtig fitter Kerl. Kann der auch schwimmen, der Hansi? Ja. Jetzt haben wir ja alle diese Tiere hier gesehen. Und also Olivia zum Beispiel kommt hier ehrenamtlich her und füttert die, macht die Käfige sauber. Norbert, du wohnst hier, kümmerst dich um Tiere. Gibt auch eine Homepage, die heißt? Notkleintiere.de. Notkleintiere.de ist in Lehnitz, das ist hier bei Oranienburg im Norden von Berlin. Ihr könnt hier also ein Praktikum machen, ihr könnt hier ehrenamtlich mithelfen und ihr könnt natürlich auch spenden. www.notkleintiere.de. Vielen Dank Norbert, vielen Dank Olivia, vielen Dank, dass wir euch hier besuchen durften. In Lehnitz. Danke. So, ich gehe nochmal zu Hansi. Man hat mir gesagt, du wärst Jaco oder Coco. Hallo? Ja? Macht er das Mikro kaputt nicht?